Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe RecoPlay. Heute geht es nochmal um eine Ausgabe der PSG, das unabhängige Magazin für PlayStation Games. Hier hat man dann noch das alte Logo nochmal so ein bisschen wiederbelebt sozusagen. Wer die letzte Ausgabe gesehen hat, da haben wir uns ja die Ausgabe 4 2000 angeschaut, wo das Rebranding der Marke sozusagen gewesen ist. Und das ist ja so ein bisschen der Wiedererkennungswert, ne? Vielleicht im ersten halben Jahr, wenn da nicht jeder Leser jetzt drauf klargekommen ist oder das jetzt nicht richtig mitgekriegt hat, dass es jetzt quasi dieselbe Zeitschrift ist, nur unter einem anderen Layout. Genau, die Ausgabe 10 2000, wie gesagt, zwei Gratis-Poster sind hier drin. Einmal von Alone in the Dark 4, sehr cool, und von Kudelka, das sagt mir überhaupt nichts. Dann haben wir hier Alone in the Dark 4, natürlich als Titelstory hier, ein sehr, sehr cooles Spiel, gefällt mir unheimlich gut. Das wäre auch so ein richtig cooles Spiel für ein Remake eigentlich mal heutzutage. Das ist nämlich echt richtig fantastisch. Dann haben wir hier Dino Crisis 2, so spielt sich das Dino-Spektakel. Ich habe bisher nur den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil habe ich noch nicht gespielt, obwohl ich ihn, ich glaube, für einen PC hier in der Sammlung habe. Driver 2, das haben wir euch schon mal vorgestellt, hier bei RecoPlay, ein sehr cooles Spiel, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und dann haben wir hier 12 Seiten, die neuesten Spieletrends von der ECTS in London. Und auch wieder natürlich ein paar Tipps und Tricks. So. Silent Bomber haben wir hier, eine Werbung von Studio 3. Sagt mir überhaupt nichts. Scheint auf jeden Fall mit mächtig Geballer hier zur Sache zu gehen. Genau, kleines Editorial hier vorne mit ECTS, wie gesagt, hier beworben. Dann geht es hier in die Inhaltsangabe und auch wieder sehr schön gemacht hier, finde ich, Alien die Wiedergeburt und Driver 2, wobei ich mich hier frage, warum Alien die Wiedergeburt und nicht Alone in the Dark 4 als groß füllendes Bild ist, aber nichtsdestotrotz Alien die Wiedergeburt auch ein cooler Ego-Shooter gewesen. Genau, auch wieder sehr schön aufgeräumt, gelayoutet hier. Kann man sich sehr schön einen Überblick verschaffen. Ja, und es geht direkt los mit dem Bericht von der ECTS vom 3. bis 5. September in London im Jahr 2000. Hier noch ganz, ganz groß 3D-FX. Und dann haben sie es aufgeteilt wahrscheinlich hier auf die einzelnen Publisher oder Entwickler. Hier ist Sony auf jeden Fall, das hier Aladdin, ein 3D-Spiel. Wusste ich gar nicht, dass es dazu einen 3D-Titel gegeben hat. Für die Sony PlayStation 2 scheint wirklich genügend Software vorhanden zu sein. Also da hat man dann tatsächlich wohl richtig auf den Putz geklopft und jede Menge Sachen gezeigt. Hier Wipeout Fusion, Wipeout eine ganz bekannte Reihe, die ich auch sehr, sehr gern spiele. Haben wir hier das Dschungelbuch auch in einem 3D-Teil, wusste ich auch nicht, dass es da was von gab. Dropship, dann MotoGP, ganz fantastisches Spiel, wenn man sich das halt einmal anguckt, von der Grafik her. Hammergut, das werden wir euch auch auf jeden Fall in diesem Jahr noch hier vorstellen. Mit mehreren Teilen vermutlich sogar. Mal gucken, geplant ist es auf jeden Fall. Mal schauen, wie das wird. Ja, dann hier Electronic Arts am Start mit F1 Championship, mit Tiger Woods PGA Tour, No One Lives Forever, ein James Bond Spiel, mit FIFA 2001, WCW Backstage Assault, 007 Racing, Kessen, Simpsons Wrestling, sehr geil. NFL 2001, Big SSX, also Snowboarding, Knockout Kings, Boxspiel, dann NHL 2001. Sehr cool. Ja, THQ hier, Vollbedienung für beide Systeme. Simona, Power Rangers, Red Faction, MTV Sports, Snowboarding, Danger Girls, SmackDown 2, Know Your Role und Evil Dead Hail to the King. Das sagt mir gar nichts. SmackDown 2 neue Roll sagt mir immerhin was. Das habe ich gespielt damals. Ja, Sydney 2000 hier. Witzige Werbung. Wie fühlst du dich, wenn du Gold holst, außer einen leichten Krampf in den Fingern? Sehr schön gemacht. Zu den Olympischen Spielen. So, dann geht es hier weiter mit ECTS Special von der Firma Konami. Damals haben sie noch jede Menge coole Sachen gemacht, irgendwie heute ja leider gar nicht mehr. Metal Gear Solid 2 und kein Ende in Sicht. Das Ende ist heute eher in Sicht. Inzwischen kommt ja irgendwie auch gar nichts Anständiges mehr.
Ja, Gradius 3 und 4 hier, The Mummy, Dancing Stage, okay, ESPN, NHL, National Hockey Night, Spiel zum Grinch, Metal Gear Solid 2, wie gesagt, International Track and Field, sieht auch sehr cool aus. Silent Scope. Ja, Take Two, mittelgroße Überraschung in petto. Smuggler's Run, Oni, Midnight Club, auch coole Rennserie. Smuggler's Run, UEFA Champions League 2000. Das war's. Die restlichen Publisher hier im Überblick: Kleinzeug, haben wir hier noch Ready to Rumble, Donald Duck, Quack Attack, Italian Job, Rampage Through Time, Mortal Kombat Special Forces, Rayman Revolution, Hellboy, Mike Tyson Boxing, Sheep, Gift, Dinosaurier, müsste zum Disney-Film sein. F1 Racing Championship sieht auch fantastisch aus. Titanium Angels. Okay, und hier noch eine Werbung für Gamed Entertainment Software GmbH aus Jungholz in Österreich. Ah, und in Betzigau. Also zwei Niederlassungen sozusagen. So, dann haben wir hier angespielt Kudelka, wo hier auch anscheinend ja ein Poster drin ist. Wie gesagt, sagt mir nix. Die mitreißende Geschichte, eine tolle Atmosphäre und die attraktive Heldin machen Appetit auf mehr. Sieht auch nach einem Third-Person Horror Survival Fantasy irgendwas aus. Ja, und dann hier angespielt Alone in the Dark 4, The New Nightmare. Deswegen war es wahrscheinlich nicht vorne in der Inhaltsangabe drin, weil es nur eine Preview ist und noch kein Test. Wie gesagt, das ist ein richtig cooles Spiel. Wer Horror Survival-Fan ist und das noch nicht kennt, holt euch das mal. Gibt es für PC, PlayStation 1 und PlayStation 2. Ist richtig cool. Macht richtig Laune. Genau. Erster Eindruck nicht möglich. Alone in the Dark 4 scheint eine stilvolle Fortsetzung der Erfolgsserie zu werden. Ja. Also das muss ich wirklich sagen. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Hier nochmal ein kleiner Überblick über die Vorgänger. Von 93, 94 und 95. Das heißt, hier hat es dann auch ein bisschen gedauert, bis der Nachfolger kam. Witziges Fun Fact. Ich glaube, der Entwickler des Spiels hat ansonsten kein einziges Spiel mehr gemacht danach. In dem Lösungsbuch, was ich euch ja auch gezeigt habe, als ich es vorgestellt habe, da war ja sogar also richtig viel, richtiges ja, Making-of irgendwie über den Entwickler noch mit dabei, wo man meinen könnte, wow, cool, die haben es drauf. Aber ich glaube, danach ist nichts mehr gekommen. Vielleicht ein Spiel noch oder sowas, aber die sind dann tatsächlich in der Versenkung verschwunden. Ja, dann hier PlayStation 2 angespielt. Gun Griffin Blaze, spielerisch durchaus mit Kultfaktor, aber technisch eher enttäuschend. Und Armored Core 2, ein Königreich für eine gelungene Analogsteuerung. Sehr gut. Ja, Analogsteuerung war dann ja Standard in der PS2. Bei der PS1 kam die ja ein bisschen später. Da musste man zur Anfangszeit ja mit dem Digitalkreuz vorlieb nehmen. Dann geht es ja weiter mit Spyro Year of the Dragon. Habe ich bisher auch noch keinen einzigen Teil gespielt. Und hier haben wir nochmal eine Werbung für Apostel. Nee, Motto. Moment, das ist eine fortlaufende. Da war ich gerade wieder mal zu unaufmerksam. Geht ja schon hier, geht ja schon los hier. Wofür ist es denn dann eine Werbung? Motto. Das heißt einfach nur Motto, das Spiel. Okay. Kenne ich nicht. Wer kennt es von euch, schreibt es mir gerne unten rein. Danger Girl kenne ich auch nicht. Sieht auf jeden Fall, ja, sieht irgendwie nach einer Comic-Umsetzung aus. Danger Girl stellt eine willkommene Alternative zu Siphon Filter dar. Brachiale Gefechte mit gleich drei hübschen Frauen erwarten euch, okay? Dann haben wir hier Monster Rancher. Sieht jetzt nicht wirklich nach einem Spiel für mich aus. Monster Rancher ist ein wunderschönes Spiel mit ausgeprägtem Leercharakter, okay? Dann geht es hier weiter mit Threat of Fate. Threats of Fate, so, Nachschub von Squaresoft. Kleine Spielperle, die allen Adventure-Freunden ans Herz wachsen wird. Ja, und dann haben wir es hier da tatsächlich hier von Rockstar Games Motto, das Spiel. Seine Chance auf Freiheit. 7 Disziplinen, 80 Level, keine Gnade für PlayStation, PC und Dreamcast. Dann haben wir hier angespielt Medal of Honor Underground. Ein Spiel, was absolut nichts für mich ist. Also jegliche Ego-Shooter, die irgendeinen Realismusbezug haben, sind nichts für mich. Muss ich sagen.
auch wenn es hier hochgelobt wird, hervorragend inszeniertes Ego-Shooter-Abenteuer. Timesplitters, das sagt mir zumindest schon mal was. Grafisch und spielerisch gehört Timesplitters zu den Top 10 des Jahres, okay. Aber auch ein Ego-Shooter. Dann geht es ja weiter mit Driver 2 Back on the Streets, genau. Im Originaltitel Driver 2 The Wheelman is Back von Reflections. Sehr cooles Spiel. Macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Driver 2 verspricht einer der erfolgreichsten Titel des Jahres zu werden. War, glaube ich, auch sehr erfolgreich damals. Genau, dann geht es ja weiter mit Fußball Live. Die Mängel in Bezug auf die KI der CPU-Kicker sollten noch behoben werden. Fußball Live 2, Entschuldigung. Ja, und dann geht es hier weiter mit auch einem angespielt zu Dino Crisis 2. Was passieren kann, wenn man mit unerforschten Energiequellen herumspielt, hat man ja im ersten Teil von Dino Crisis gesehen. Auch im Sequel tummeln sich wieder einige Rudel der gefräßigen Urzeittiere in unserer Zeit herum. Habe aber von einigen Leuten gehört, dass der nicht so gut sein soll, der Teil. Der soll von der Spielmechanik irgendwie ganz anders sein als der erste. Aber auch da, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es mal gespielt habt, ob sich das lohnt, sich das mal anzuschaffen. Actionreicher als beim Prequel geht es wieder auf Dinosaurierjagd. Genau, es soll deutlich actionlastiger sein. Das war, glaube ich, auch der Punkt, der vielen nicht so gefallen hat. Ja, dann hier ein paar Bilder zu Force of One, zu Red, zu Zoe, Zone of Enders, Titanium Angels und Die Welt ist nicht genug, James Bond. Zu Wipeout Fusion und hier dann auch zu Metal Gear Solid 2. Und dann haben wir hier ein paar Charts. Parasite Eve 2 hier, die Gameplay Charts. Metal Gear Solid 2. Die Charts für die erwartetsten Spiele sozusagen. Und Top 5 in den USA ist Tony Hawk's Pro Skater 2 tatsächlich auf Platz 1 und in Japan Final Fantasy 7. So, dann geht es hier weiter. Aufgeschnappt hier wieder ein paar Gerüchte aus der Gerüchteküche. Bandai meets PlayStation 2. Und hier volle Dröhnung für die Ohren. Die Screenbeat Soundstation von Logic. So, dann haben wir hier Dead or Alive Hardcore auf der PlayStation 2. Genau, so, dann geht es hier weiter. Yubi und Kemco kooperieren. Ein Spiel zu Batman. Ich weiß gar nicht, wie der Ableger hier hieß. Die Serie hatte Batman of the Future. Genau. So war's. Ja, dann zum 5. Geburtstag gibt es Nachwuchs, die PS1. Ja, die habe ich auch hier zu Hause. Die ist wirklich cool. Sehr klein und die macht Spaß, auf jeden Fall. Ja, Kurioses aus Japan. Eine Angel mit Widerstand sorgt beim virtuellen Fischen noch mehr für Realismus. Na dann, Petri Heil. Sehr schön. Ja, dann hier wieder, hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon, wie getestet wird. Dann hier kurze Steckbriefe zu den Redakteuren. Und hier geht es dann los im Testbereich mit Spider-Man 77%. Durchdachtes Gameplay mit super Atmosphäre, Grafik und Sound gut, Steuerung mittel und Mehrspielerspaß entfällt. Ist, glaube ich, auch ein gar nicht so teurer Titel. Kann man sich heute tatsächlich auch nochmal holen. Dann hier schon wieder von der Barmer. Hatten wir in der letzten Ausgabe auch schon. Hier Krankenkassenwerbung. Und dann haben wir hier Ray Crisis. Durchschnittliche Grafik und ödes Gameplay. Fand ich jetzt nicht so. Wir haben ja Ray Storm hier schon mal vorgestellt. Das hatte hauptsächlich den Fehler, dass es nicht anständig portiert wurde nach 50 Hertz und die Raumschiffe sich viel zu langsam bewegt haben. 62% Spielspaß nur. Grafik und Sound mittel. Mehr Spielerspaß und Steuerung sind gut. Dann geht es weiter mit F1 Championship Season 2000 von Electronic Arts. Mit Vollgas in die 2000er Saison. Überraschungssim von Electronic Arts mit 87% Spielspaß. Grafik sehr gut, Sound gut, Mehrspielerspaß mittel, Steuerung super. Und hier haben wir für den Fußball-Bundesliga-Manager nochmal eine Werbung von EA.
Dann geht es hier weiter mit Moto Racer World Tour. 70% Spielspaß. Sieht auch ganz cool aus. Zu schwer, als dass sofort der Funken überspringen würde. Okay, Grafik gut, Sound mittel, Steuerung sehr gut, Mehrspielerspaß mittel. Für ein bis zwei Spieler. Schön. So, Mr. Driller, Blöcke ohne Ende, 74% Spielspaß, Grafik dürftig, Sound mittel, Steuerung super, Mehrspielerspaß entfällt. Und auch hier unten nochmal von OKSoft eine Verkaufsseite. Ja, und dann das sehr coole Alien, die Wiedergeburt. Geniale Umsetzung des morbiden Alien-Flares, wobei mir der Film überhaupt nicht gefallen hat, muss ich mal sagen. Spielspaß hier 80%, Sound und Steuerung gut, Grafik sehr gut und mehr Spielerspaß entfällt. Sydney 2000, da hatten wir auch die Werbung gerade gesehen, von ATD. Spielspaß aber nur 64%, viele Spielmodi bei schlechter Grafik, Sound und Steuerung im Mittelmaß, Grafik ist dürftig, mehr Spielerspaß ist gut. Und dann haben wir hier noch Games Expert, ein Tipps und Tricks Heft. 173 Tipps, 48 Tabellen und 27 Karten. Ja, dann haben wir hier Mini-Tests von Ein Soldier 3 mit 50%, All-Star Tennis 2000 mit 52%. Und hier geht es weiter mit RC The Go, Gran Turismo mit der Fernbedienung, Fragezeichen. Interessanter Spaß mit kleinen Macken. 75% Spielspaß, Grafik gut, Sound mittel, Mehrspielerspaß entfällt und Steuerung sehr gut. Sieht ganz nett aus. Dann geht es hier weiter mit Muppet Monster Adventure. Alles schon einmal irgendwo gesehen. Spielspaß 72%. Grafik mittel, Sound mittel, Steuerung mittel und der Mehrspielerspaß entfällt an der Stelle. Dann haben wir hier ein Snowmobil-Rennspiel anscheinend. SNO oder Snowcross. Motorisierte Wintersportler aufgepasst. Spielspaß 75%. Konkurrenz für Sledstorm? Fragezeichen. Grafik und Steuerung und Mehrspielerspaß sind jeweils gut. Der Sound ist Mittelmaß. Ja, und dann das PlayStation Games Mini-Abo mit 50% Spielspaß. Mit 50% Preisersparnis. Herrgott, schweres Wort. Um die Uhrzeit. So, MTV Skateboarding nach Tony Hawk 2, der nächste Skateboard-Kracher. Ernste Konkurrenz für Tony Hawk. 85% Spielspaß, Grafik sehr gut, Sound super, Steuerung super und Mehrspielerspaß auch sehr gut. Und dann ein Jahr Mitgliedschaft testen beim Bertelsmann Club und 100 D-Mark sparen hier mit diversen Spielen. Unter anderem Tomb Raider 4, was ich auch sehr gerne gespielt habe. Dave Mirra Freestyle BMX, jetzt geht's richtig ab. Endlich Stoff für BMX-Radler. 71% Spielspaß, Mehrspielerspaß und Sound sehr gut. Grafik gut, Steuerung auch gut. Und dann noch eine Werbung für eine andere Zeitschrift aus dem Computec Media Verlag hier für die PC Games Sonderheft 2000, Entschuldigung. Falsch gelesen. So, Crisis Beat. Drauf losprügeln, bis der Arzt kommt, mit 69% Spielspaß, bei mittlerer Grafik, gutem Mehrspielerspaß, guter Steuerung und dürftigem Sound. Und dann haben wir hier von Midas Games, erhältlich guten Fachhandel, Expert und Karstadt, auch nochmal eine Anzeige. Die Value Series, also so eine Budget-Version für kleines Geld. Ja, dann haben wir hier die Favoriten wieder nach Genres sortiert und nochmal eine Werbung für die PC Action, ebenfalls aus dem Computec Media Verlag. PC Action hart, aber gerecht. So ein typischer Photoshop-Filter hier, glaube ich, gewesen zu der Zeit. Ja, auch noch eine Werbung hier für die Playzone. Auch, ihr werdet es kaum glauben, aus dem Computec Media Verlag. Wie ihr seht, wurden hier auch wieder ein paar Tipps leider rausgeschnitten schon. Und hier haben wir noch einen Rest von den Leserbriefen. Auch hier kann man wieder ein paar Ausgaben nachbestellen. Leserbriefe gehen hier weiter. Ein Highscore. Gewinnspiel gab es hier ja. Dann hier eine Anzeige, dass ein Volontär oder eine Volontärin gesucht wird im Computec Media Verlag in Würzburg. Genau, und dann haben wir hier noch ein paar erwartete Spiele hier für September, Oktober und November. Und
kleine Vorschau auf die nächste Ausgabe. Da gibt es dann entsprechend die Testberichte zu Driver 2 und Dino Crisis 2 und zu Kudelka. Ja, die Poster sind ja auch leider nicht mehr hier drin. Sehr schade, zumindest das von Alone in the Dark wäre sehr cool gewesen bestimmt. Dann hier nochmal eine Leserumfrage und hier als letztes noch eine Verkaufsseite von MadRom. Ein Versand aus Lüneburg. Genau, und ganz hinten gibt es nochmal Martian Gothic an, was? Unification, so. Für PC und PlayStation, sagt mir aber überhaupt nichts, ist von Take-Two das Spiel. Ja, liebe Leute, dann wäre es das für heute mit der PlayStation Games Ausgabe 10 2000. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.